Hallo Leute, dazu 1.05 hier mit Let's Play Gods of Ashes. Joa, beim letzten Mal hat unser guter Gunther sich die Mafia etwas vorgeknöpft, hat da ein kleines Blutbad angerichtet, mehr oder weniger gut, möchte man sagen. Hat dafür vom Herrn Hauptkommissar auch einen kräftigen Einlauf bekommen und im zweiten Teil haben wir dann gesehen, wie Kasper aufs Maul bekommen hat. Wurde von seinen Klassenkameraden etwas im Klo, ja, heruntergespült, möchte man sagen. Und die Wortwahl war zu geil. Also, ja, habe da einen kleinen Lachflash bekommen. Hat sich zwar in Grenzen gehalten, aber war trotzdem sehr interessant, muss man sagen. Und ich bin begeistert von dem Spiel. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Ihr asozialen Hurensöhne! Ih, wie riecht der denn? Hast du im Klo gebadet? Komm, verpiss dich, Mongo. Ihr kranken Wichser. Seht ihr, was ihr da gemacht habt, hä? Wir? Von was redest du? Weiß auch nicht. Hat er zu viel Scheiße getrunken? Ja, Arschgesichter. Ihr elenden Hurenschweine. Ich hasse euch. Ich werde... Was? Schickst du uns Stella, du Pussy? Gar nichts machst du, Opfer. Ich werde euch alle abknallen. Ich besorg mir eine Knarre und knall euch alle ab. Psycho. Was labert der? Den sollte man festnehmen. Und das von dem Sohn eines Bullen. Okay. Ein paar Stunden später. Maxim. Hey. Der Nachmittag war wirklich schön mit dir. Danke, dass du mit bist. Ja, ich fand's auch schön. Wie viel du über Pferde weißt, wow, ich würde gern mal mit dir mitkommen, wenn du reiten gehst. Immerhin hatte meine Oma ja auch mal eine Koppel. Ich weiß nicht, die sehen das eigentlich nicht so gern, wenn da jemand Fremdes mitkommt und ansonsten bin ich ja auch nur auf Turnieren und so. Naja, wir können ja auch mal wieder was machen, wenn du Zeit hast. Würde mich echt freuen. Du suchst doch auch noch Leute, die dir beim Umzug helfen. Nee, du, das muss ich erstmal mit meinen Eltern reden, aber wir können gerne wieder was machen. Schreib mir eine SMS. Hui. Ich muss los, mach's gut. mach's besser. Der gute Maxim. Wow, sie ist echt der Hammer. Schade, dass sie schon weg ist. Naja, ich bin immerhin verabredet, also ab zu Stella. Yay, wir spielen Maxim. Unglaublich. Na gut, okay. Auch genehmigt. Vergessen Sie, ich kaufe nichts. Ja, Sie auch nicht. Ich will doch gar nichts verkaufen. Was ist hier nur los? Dieser verdammte Arbeitsalltag macht mich irre. Genau wie meine durchgeknallte Frau. Haben gehört, in den Gassen der Stadt gibt es eine Menge geiles Zeug, aber sicher ist es nicht. Sollte man sich mal angucken, ne? Da geht es in Richtung Spielplatz, aber ich glaube, bei Stella gibt es etwas mehr zu erleben. Ui. Schon mal in der Oststadt gewesen, ein Drecksloch und so gefährlich. 150 Mark. Frag mich echt, wozu die Leute hier mit Autos rumfahren. Die U-Bahn bringt dich überall hin. Schon mal in der Oststadt gewesen? Ja, okay. U-Bahn? Okay. Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe keine Zeit zu schwätzen. Nope, hier bin ich nicht richtig. Stella wohnt im unteren Teil der Südstadt. Okay. Entschuldigen Sie, ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Tun wir auch nicht. Ich habe dich einfach mal pauschal angesprochen. Ja, ich möchte zu Stella. Ist ja schon gut. Hey, da ist noch eine Kiste. Einmal Adrenalin. Hey, was macht das? Wir haben fast gar nichts mehr. Alles auf... Ach nee. Nee, wir hatten ja noch Sachen, okay. Belebt einen gefallenen Mitstreiter mit 50% der HP. Auch ein sehr gutes Feature, dass man nicht sagt, ich belebe einen Mitstreiter mit... Ja, keine Ahnung, 100 oder 200 HP. Sondern mit Prozentzahlen kann man das ja viel besser, das Ganze machen. Das Balancing und so weiter zwecks unterschiedlicher HP der Partymitglieder. Verschlossen, du benötigst einen speziellen Schlüssel. Okay. Entschuldigen Sie, ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Ja, ist ja gut.
Text nicht sinnlos zu. Ja, 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 ja. Nicht jetzt, ich muss noch in die Neustadt zum Einkaufen. Entschuldigung. Diese verdammte Ampel, ja. Da kommen wir nicht rein. Die ist bestimmt wieder verschlossen. Ja, ist sie. Okay, brauchen wir einen besonderen Schlüssel. Na, okay. Schauen wir mal da runter. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Bereich. Und ich denke, dass es hier soweit dann auch nichts Neues gibt. Dann schauen wir zu Stella. Gucken wir mal. Ah ja, da sitzen sie, unsere drei Jungs und Mädchen. Hey Leute, was ist denn hier los? Wofür der ganze Alk? Macht jetzt eine Party? Klar, Motto-Party. Und das Motto lautet, das Leben zum Schönsaufen. Naja, ganz Unrecht hast du ja nicht. Läuft wirklich nicht heute zur Zeit bei keinem von uns. Ach Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Es könnte noch viel schlimmer sein. Toll, sagt der einzige von uns, der dieses Jahr noch seinen Abschluss schafft. Und noch eine scheiß Perspektive hat. Hey, ich kriege auch nichts geschenkt. Lernen klappt halt nicht so bei mir, wegen der blöden Therapie und so. Ist doch okay, wissen wir ja. Wir freuen uns ja auch, dass du gerade du's von uns packst. Richtig, Stella? Was ist das eigentlich auf deiner Stirn, Kasper? Hast du dich gestoßen? Nicht so wichtig. Wo warst du gerade eben noch? Ich hatte ein Date. Wow, spitze, mit wem? Anne Fröhler ist in unserer Parallelklasse. Wow, sie ist so hübsch und... kenn ich, ne Edelfotz. Boah, Stella, jetzt hör doch mal auf. Ist doch toll, wenn er wen am Start hat. Papalapap, die kenne ich. Hängt immer mit Lisa rum. Bei der würde ich aufpassen. Das hat doch nichts zu bedeuten. Wir knutschen sogar rum. Wäh, dann knutscht ihr ja mit einer halben Stadt. Und was ist mit dir? Wie heißt dann Mysteriöse Romeo doch gleich? Kessler? Wer ist das überhaupt? Gibt's den wirklich oder ist das bloß ein imaginärer Freund? Natürlich. Kennt ihr bloß nicht. Würde lieber ab ins Kloster ziehen, als mit einem aus der Schule was zu haben. Und du, Kasper? Oh, ich hab bloß noch nicht die richtige gefunden. Bin halt altmodisch. Was laberst denn? Jeder will doch einfach nur mal poppen. Oder bist du so ein eingefleischter... Handarbeiter? Mann, Kasper, mach doch mal eine Ausnahme. Nicht mehr ich sehe das so eng. Ach, lass ihn. Er kann doch nichts dafür, dass seine Eltern Geschwister sind. Fick dich. Ich mag so eine Scheiße einfach nicht. Ich will die richtige für mich oder keine. Kein Stress, Leute. Vergessen wir die ganze Scheiße mal für eine Minute und trinken anständig ein. Genau. Mal richtig was rein hier. Einige Zeit später. Voll besoffen. Ich pflege ja auch sonst immer zu sagen, lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. What the hell? Geil, wie kommst du denn immer auf so einen krassen Scheißdreck? Was glaubst du, wofür das World Wide Web gut ist? Aber wenn wir schon dabei sind, hier ist noch einer für Stella. Wofür brauchen Frauen vier Lippen? Zwei zum Scheiße labern und zwei zum Wiedergutmachen. Dann habe ich ja auch noch einen für unseren Sputnik. Wie klingt es, wenn du einen Russen in eine Kreissäge drückst? Ist das geil. Wie klingt es, wenn du einen Russen in eine Kreissäge drückst? Ach, halt's Maul, ich bin nicht mal Russe, meine Eltern kommen aus Serbien. Und wo ist jetzt der Unterschied? Hey, Österreich und Deutschland sind ja auch zwei Paar Schuhe. Hab null von Österreich mitgekriegt, war zwei, als die mich rübergeschleppt haben. Ja, Jungs, wir sollten so langsam mal aufs Gehen denken, ich bin hundemüde. Ja, ich geh lieber, hier stinkt's mir zu sehr nach ausgekackten Mozartkugeln. Also... Uff, ich bin gerade zu faul. Ich bleib noch ein Weilchen. Treffen wir uns dann morgen wieder hier? Nee, morgen ist nicht. Muss in die Oststadt. Von mir aus. Dann mal ein anderes Mal. Bye, not. Ihr Deutschkies. Na dann. Gott, bin ich müde. Ich hätte nicht so viel von dieser Scheißbrühe trinken sollen. Hey Stella, hast du noch was zum Futtern? Stella? Oh, sie schläft.
Wo ich jetzt gerade das Zimmer mal so sehe, sieht unglaublich einfach aus von der Einrichtung her, aber effektiv. Schreibtisch, Poster, Fenster, Bett, paar Schränkchen mit Büchern und so, aber schön, einfach schön. Sie schläft. Oh, Stella, oh Stella. Oh, ich habe einen Verdacht. So knallhart. Und wenn du schläfst, siehst du aus wie ein Baby. Mhm. So unschuldig, so... Scheiße, ich habe die Textbox vergessen. Mann! So unschuldig, so zart und ja. Und überhaupt und sowieso, ne? Ui, dünner Wetter. Sorry, sorry, ich wollte nicht. Ich meine, das war doch alles nur ein Scherz. Ja, wirklich. Was ist los hier? Ist doch... Gleich weitergeschlafen. Okay. Puh, mein Gott, das war knapp. Da sagte Casper doch noch, er hat keine Freundin. Ja, also mag er wohl ein bisschen Stella. Na gut, jeder wie er mag, mein Gott. Wenn er sie ansprechend findet, möchte ich mal sagen, dann kann man das natürlich machen, ja. Also, ja, mein Typ wäre sie jetzt wohl nicht, aber nur gut, okay. Je nachdem. Ich gehe jetzt auch besser. Schlaf gut, mein Engel. Ciao. Joa. Und speichern. Hui. Erklär mir mal, was in deinem Kopf vorgeht. Wie kommst du dazu, Morddrohungen in die Klasse zu pöbeln? Ach, was soll das? Ist mir eben in den Wut rausgeplatzt. Rausgeplatzt? Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Die hätten dich fast von der Schule geworfen. Und wenn schon, schafft es ja eh nicht mehr. Junge, mir platzt gleich das Hemd. Den Arsch habe ich in deinem bescheuerten Rektor förmlich lutschen müssen, damit er dich auf der Schule behält und in deinem Hirn fruchtet nicht mal ein Funken Einsicht. Anstatt dich verdammt nochmal hinzusetzen und zu lernen, damit du das ja noch packst, schlägst du doch die letzte Chance aus, die dir bietet. Was soll ich denn noch mit dir machen, hä? Entschuldigung. Reiß dich endlich mal am Riemen oder willst du so enden wie deine Freundin, Stella, ohne Abschluss auf der Stütze mit 16 Jahren? Ist nicht mal volljährig und hat jetzt schon eine Akte bei uns. Wer will denn so jemanden? Was weißt du denn schon von ihr? Was weißt du denn über mich? Hältst du dich für den Schlauesten, aber gehst durch dein Leben wie ein verfickter Schlafwandler? Nichts weißt du über die anderen. Mama hast du schon weggejagt. Aber nein, du musst dich nicht ändern. Das sind immer die anderen. Ach, Herrgott, was erzählst du für einen Quatsch, Junge? Die anderen, die du scheinbar besser kennst als deine Frau und dein Kind. Aber scheiß drauf. Immerhin bleibt dir noch dein Scheißjob als Mörderbulle. Das Wort. Denk mal scharf drüber nach, was du gesagt hast. Du hast Stubenarrest, bis auf Weiteres. Du kannst mich mal. Wohin willst du? Bleib verflixt nochmal hier. Verflucht nochmal hier. Ciao. Dieses elende Arschloch. Der versteht mich nicht. Will mich doch gar nicht verstehen. So ein dummer Egoist, aber was soll ich machen? Naja, scheiß auf ihn. Ich halt's ja nicht mehr aus, ich muss weg, nur irgendwie weg. Stella ist unterwegs. Ob sie diesen Kessler trifft? Ach, egal, wen sie sieht. Ich will's nicht wissen. Naja, dann gehe ich zu Maxim. Wohnt ja auch in der Südstadt. Okay. Nicht jetzt, ich muss noch in der Nordstadt einkaufen. Ja, aber du stehst rum, Alte. Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe keine Zeit zu schwätzen. Okay. Ich rede nicht mit Fremden und ich bin auch schon 10-mal nicht. Bäh. Und es regnet. Hey, kennst du das Irish Pub in der Nordstadt? Der Schuppen ist die beste Kneipe in der ganzen Stadt. Okay. Ich rede nicht mit Fremden, verfluchte Oststadt. Bulle. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, das örtliche Polizeirevier steht in der Weststadt. Einmal Medikit. Nehmen wir an. Okay. Die Alte muss einkaufen. Für Notrufe oder dergleichen einfach die 110. Da kommen wir nicht rein. Zwei Molotow-Cocktails. Ui, schöner Wetter. Immer sauber bleiben, dann gibt's auch keinen Ärger. Der verfluchte Osten, ja. Ich muss nicht zu den Bullen. Ich hab schon einen zu Hause.
Toll, wenn man seinen Arbeitsplatz quasi vor der Haustür hat. Ja, es hat was. Man braucht kein Auto und so weiter und so fort, ne? Nein. Okay. Ja, sinnlos zu. Moment mal, gab es jetzt hier eigentlich noch was? Nee. Nicht wirklich. Okay, da kommen wir nicht rein. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal hier rüber. Casper? Zum Teufel. Tanja? Hey Casper, dich sieht man ja hier auch nicht mehr. Was? Sagst als nicht mehr Hallo? Was? Ach so, da fällt ein Oberschein. Ich sag's also nicht mehr Hallo. Ja, okay. Gut, Schreibfehler kann passieren. Entschuldige. Unter Nachbarn gehört sich das ja eigentlich. Ist aber keine Absicht, hab momentan nur saumäßig viel um die Ohren. Wirklich? Was ist passiert? Komm, erzähl mal, vielleicht kann ich dir ja helfen. Nee, ist nett, aber lass mal gut sein. Solche Sachen muss man allein regeln. Na gut, aber wenn ich trotzdem irgendwas für dich tun kann, sag's Bescheid, ja? Joa, ist okay. Ich weiß ja, wo ich dich finde. Na eben, Nachbarn müssen dich doch helfen. Also, ich muss einmal wieder. Tschüss. Jo, bis denn. Nette Nachbarin. Unglaublich. Meine Güte, 12 Jahre wohnt sie schon neben mir und mischt sich immer noch in jeden Müll ein. Naja, wenigstens ist sie nicht so assi wie die anderen Leute, die man hier so kennt. Joa, hat was, ne? Okay. Ich rede nicht mit Fremden. Ja. Hallo? Verfluchte Oststadt. Oh, kleiner Park. Ich liebe diese Stadt. Es ist immer so schön ruhig. Vergessen Sie es, ich kaufe nichts. Meine Mama sagt, ich soll zu Hause sein, bevor es dunkel ist. Dann laufen böse Leute rum. Glaub mir, die gibt es zu jeder Tageszeit. Ja, aber. Ja. Mama hat schon recht. Meine Mami und mein Papi sind die Besten, die kaufen mir, was ich will. iPhone 5. S. Oder 5C, je nachdem. Bin mehr für 5C. 1,10. Aber jetzt kommt der Ball des Sechser. Immer sauber bleiben. 1,10. Ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Jo. Kiste. Schmerzmittel. Sehr schön, sehr schön. Entschuldigen Sie, aber ich habe momentan echt viel um die Ohren. Herumstehen. Muss noch einkaufen. Mami und Papi. Viel um die Ohren. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Oh ja, da kann man einkaufen. Unglaublich. Okay, lassen wir mal. Na, schönen Abend, aber denken Sie daran, man kann heute nicht vorsichtig genug sein. Kommen richtig. So viele Stich- und Schussverletzungen dank der Oststadt gehen uns die Patienten nie aus. Okay. Ich liebe diese Stadt, sie ist so schön ruhig. Kann man nicht rein. Nichts. Nun, ich bin gerade auf Entführung. Sicherlich können Sie die Frage auch wem anders stellen. Hab gehört, in den Gassen gibt es jede Menge geiles Zeug, aber sicher ist das nicht. Und dass sie mir brav ihr Gemüse essen. Joa, vergessen Sie, ich kaufe nichts. Gassen. Brav ihr Gemüse. Okay. Also man kann hier Zeug einkaufen zum Heilen. Das ist schon mal gut zu wissen, würde ich schon mal sagen. Wisst ihr nicht, dass wir uns kennen? Da kann man nicht rein. Einmal Kiste mit 150 Schmarok. Notruf oder dergleichen. Was haben wir hier noch so? Die Weiber in Ostdeutschland sind die geilsten, Schnutz und so weiter. Man kann auch bezahlen. Ja gut, wenn du das willst, kannst du das machen. Ich liebe diese Stadt. Was los? Fehlt dir was? Wenn ja, kannst du dich mal im Krankenhaus in der Weststadt vorbeischauen. Mami und Papi, Gassen. Leute komisch. Okay.
Nicht jetzt, ich muss noch in Nordstadt einkaufen. Einkaufen, Leute, bla. Was kann man hier machen? Oh, das ist ein kleiner Bug. Na gut. Da ist Mapping technisch das nicht ganz in Ordnung. Allerdings keine große Geschichte. Wenn es weiter nichts ist. Meine Güte, kann doch mal was passieren. Okay. Ich liebe diese Stadt. Ich auch. Die ist supi. Da ist unsere Schule, ja, unglaublich. Für heute ist die Schule aus und da bin ich ehrlich gesagt auch froh drum. Gut. Na dann. Weiber in der Oststadt sind die geilsten. Mami und Papi. Wie assi die Leute in der U-Bahn sind. Nachts wollte ich mich da nicht rumtreiben. Naja, gut. 150 Mark. Ui. Ja. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, und wo? Ach so, ja. U-Bahn wahrscheinlich, ne? Dann. U-Bahn technisch Krankenhaus. U-Bahn. Pump. Ich liebe diese Stadt. Vergessen Sie, ich kaufe nichts. Mami und Papi. Ach so, das war mit Verbrecher, bla. Jut, jut, jut. Kann Ihnen nicht helfen. Ja, es ist halt mir auf Dauer langweilig, die Leute anzusprechen, weil eh immer jeder das Gleiche sagt, also, ja. Ja, okay. Gassen der Oststadt. Was ist das für ein Typi? Sag, was du willst, Spast, oder mach die Flatter. Okay. Kiste. Nein! Ich will noch nicht, noch nirgendwo hin. Ah, speziell. Hä, aber die ist doch auch blau. Und die anderen, na gut, die waren so violett. Ja, okay, kann sein. Blaue Kisten, violette und rote, okay. Wo soll's hingehen? Südstadt, oder? U-Bahn fahren, yay. Zu Maxim wollten wir, oder? Ja, Maxim. Na, okay. Gut, allerdings würde ich sagen, wir schauen dann beim nächsten Mal weiter. Es war wieder sehr interessant. Auch wenn es natürlich nicht so abwechslungsreich war wie der Part mit Gunther, aber wo wir gekämpft haben. Aber ich denke, es war trotzdem sehr interessant. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich bin der AC105, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.